Ein neues Video von Aszendenz zu links oder rechts, und wie immer geht es dann einmal lange um die Persönlichkeit. Ich lasse das jetzt ganz weg. Aszendenz, ich erkläre dir zuerst Umwegrentabilität, weil du bezüglich der Finanzierung sprachst. Man muss nicht direkt von Soros, von einem seinen Ableger wie Miminka oder von Psiram und was es da noch gibt, finanziert werden, sondern wenn man zum Beispiel im Mainstream dann mehrere Auftritte hat, dann steigen die Klickzahlen. Das hast du selber auch schon einmal in der Community bemerkt, dass dich gewundert hast, die Klicks, die gehen auf. Naja, wieso glaubst du? Das nennt man dann Umwegrentabilität. Man wird dann weiter eingeladen, man hält dort Vorträge und kassiert natürlich auch Kohle. Aber das jetzt nur am Rande. Bezüglich deiner Quellenangabe, das ist immer so lustig, wenn Leute wie du, und ich komme dann noch kurz dazu, Quellenangaben machen. Man muss das unten dann nur anklicken, dann findet man eigentlich genau gar nichts. Aber lieber Aszendenzer, halten wir uns jetzt nicht mit diesen Geschwafel auf. Sag mir vielleicht bitte noch einmal, wieso nannte Goebbels den Nationalsozialismus eine linke Bewegung? Ich habe dir das in den Kommentaren, ich habe das in einem anderen oder vielleicht sogar in dem Video genannt. Ich habe mir das Video jetzt nicht nochmal angeschaut. Wieso nannte Hitler die Bewegung eine linke Bewegung? Wieso titulierten die Nazis die Weiße Rose als rechtsextreme Terrororganisation? Wieso schrieben jüdische Historiker darüber, dass die Nazis eigentlich eine linke Terrorbewegung waren? Also du siehst, weil du sagst, ich möchte das so. Ich möchte gar nichts, ich bin viel steppert, lieber Aszendenzer. Aber ich lese mir einfach Dinge durch, die die Menschen von sich selber sagten. Und ich schaue mir dann auch die Muster an. Und die Muster habe ich dir eh schon genannt, auf die gehst du nicht ein. Oder besser gesagt, wenn du darauf eingehst, dann sehr nur oberflächlich, weil dass die Börsen 42 abgeschafft wurden, ja, noch nicht, na. Das macht ein Terrorregime immer am Höhepunkt seiner Macht, dass es dann den Staat umformt und nicht, wenn man gerade an die Macht kommt. Das wirst merken bei dem, was jetzt gerade abgeht, weil auch jetzt kommt es zu einer linken Umfärbung, zu einer Zentralisierung der Macht. Wir reden darüber schon seit 2 Jahren und genau alles oder genau das, was wir vor 2 Jahren prognostiziert haben, passiert ja jetzt auch. Nur das freut halt Leuten wie dir, die sie einfach nicht spüren, die sich lieber damit beschäftigen, andere lächerlich zu machen, gar nicht auf. Aber schauen wir noch einmal 2 Jahre und dann reden wir weiter. Wenn du dann noch überhaupt da bist, muss man ja auch noch dazu sagen, denn das freut dir wahrscheinlich auch nicht auch auf, dass viele Menschen, die sich spritzen lassen, boostern lassen, sterben. Und da wirst du jetzt wieder sagen, ja, woher weiß der Jaroslav das? Ja, der Schwurbler, der hat 30.000 Patienten in seiner Karteikarte und der sieht, was mit diesen Menschen passiert. Und dann redet er drüber und wird vom Staat angegriffen und wird jetzt als der rechte Nazi tituliert. Und dann hat halt der Schwurbler, ich würde ja sagen Aufklärer, festgehalten, man kann nicht rechts und ein Nazi sein. Und daraufhin bist jetzt du gekommen. Und ein Rechtsesoteriker, das ist schon wieder so eine negativ besetzte Worthülse, das hat ja nichts mit rechts zu tun. Nur so am Rande. In diesem Sinne alles Liebe.